Hallo ihr Lieben, hallo. Da ist mein Besuch und man gucke und staune, gleich wieder ein ganz anderer Mensch, ne? Ja. Und noch ein anderer Mensch. Und noch ein anderer Mensch zu Besuch, das ist total witzig. Dann sehen wir jetzt gerade so unterschiedlich aus. Ich muss aufpassen, nicht ins Display die ganze Zeit zu gucken, weil das ist ja hier Weltpremiere. Genau, Weltpremiere, aber sie kriegt das hin, da bin ich ganz sicher. Mein allererstes Video, das wollen wir jetzt hier gerade auch bestimmt nicht einblenden, das wäre jetzt Katastrophe. Fang doch einfach mal an und stell dich mal vor. Hallo, ich bin Sarah, ich bin auch ein Alopecia-Baby. Genau, ein Leoparden-Baby. Ich habe auch kreisrunden Haarausfall. Extrem seit Juni letzten Jahres. Mir sind innerhalb von fünf Wochen, 70% meiner eigenen Haare ausgefallen. Meine eigenen Haare waren vorher ein Longbob, auch so ungefähr in der Haarfarbe, die ich jetzt habe. Und ich habe die letztes Jahr in meinem Jahresurlaub in Italien, eigentlich da, wo man sich erholen soll, wir waren insgesamt 3 Wochen da, habe ich die fast alle verloren. Es war nicht gut. Ich war darauf nicht vorbereitet. Ich bin in Urlaub gefahren mit einer kleinen, kahlen Stelle hier und bin zurückgekommen mit 30% meiner Haare. Ich musste im Urlaub, ich habe ja auch nichts dabei gehabt, um das irgendwie zu überdecken. Ich wusste nicht, was mit mir los ist. Ich war vollkommen am Ende. Und musste im Urlaub auch. Ich habe dann da mit Haarbändern gearbeitet, aber irgendwann war nicht nur hier vorne alles weg, da war auch noch mittig. Große, ja. Hier oben, also ich habe wirklich den riesigen Heiligenschein hier oben gehabt. Es war einfach alles weg gewesen. Bin dann direkt nach dem Urlaub zu meiner Hausärztin, dann zum Hautarzt. Habe auch das Übliche durchgemacht, Cortisontherapie. Und bei mir war es halt so, weil der Ausfall so extrem schnell war. Ihr könnt euch das nicht vorstellen. Ich habe wirklich büschelweise meine Haare verloren. Ich hatte solche Klumpen in der Hand beim Waschen im Urlaub, wenn ich meine Haare da geföhnt habe. Es war eine Katastrophe. Ihr könnt euch vorstellen, der Urlaub war dahin gewesen, muss man so sagen. Und ich war dann, wie gesagt, in Deutschland beim Hautarzt. Ne? Diagnose, kreisrunder Haarausfall. Ach was. Hätte ich mir total denken, toll. Ich muss dazu sagen, ich bin Krankenschwester. Ich kenne die Krankheit. Ich wusste auch, dass ich hatte auch das letztes Jahr, Anfang des Jahres, ziemlich viel Stress gehabt, privat und auch auf der Arbeit war viel los gewesen. Grüße an alle Krankenschwestern raus, die vielleicht zugucken. Und ich habe dann eigentlich relativ schnell, habe auch direkt ein Rezept für eine Perücke bekommen. Also ich weiß es noch wie heute, es war der 22.06. meine ich, als ich beim Hautarzt war, habe am 26.06. meine Kunsthaarperücke, erstmal kriegt man eine Kunsthaarperücke, weil es ja auch nur ein zeitlicher Prozess sein kann, bekommen. Ich hatte die Kunsthaarperücke und habe mir daraufhin auch eine Echthaarperücke bestellt gehabt im Internet, weil ich zu der gute Rezension gelesen hatte. Genau. Und so haben wir beiden uns auch kennengelernt. Ja, das ist richtig. In unserer Alopecia-Gruppe, ist eine Selbsthilfegruppe bei Facebook. Da kommen auch nur wirklich Leute rein, die entweder Kinder haben, die davon betroffen sind oder selbst betroffen sind. Hab dann da die Perücke gepostet und Joanna hatte sich genau die gleiche gekauft. Genau. Wir kannten uns nicht. Die und so haben wir angefangen zu schreiben. Und dann ist Liebe draus geworden. Mädchenliebe. Ja. Richtig viel Mädchenliebe. Wirklich. Also wir haben uns auch viel geholfen und unterstützt. Viel geholfen, viel unterstützt. Ja, wie gesagt, das war der 26.06. Am 1.07., ich weiß es noch, kam meine Echthaarperücke an. Am 2.07. habe ich meine Haare abends mit Wein. Ja, aber es war wirklich krass. Sie schrieb auf einmal in unserer, wir hatten dann eine Gruppe. Wir haben eine WhatsApp-Gruppe gegründet mit zwei anderen Mädels. Ganz liebe Grüße an euch, ihr werdet auch zugucken. Hallo. Hallo. Ja, und da schrieb sie auf einmal, ich rasiere mir jetzt die Haare ab. Ja, ich konnte es. Ohne einen Rasierer zu haben, ich habe nur einen Nachtrasierer. Den Bodyrasierer von meinem Schatz genommen. Und dann ging es los. Ja. Und ich weiß noch, da war ich krank.
Da war ich krank und lag zu Hause. Und ich hatte Herzklopfen, wie sonst was, weil ich mir dachte, nein, die macht das jetzt ernsthaft, sie macht das jetzt wirklich. Also es war so gewesen, ich hatte probiert noch meine restlichen Haare, die ich noch hatte. Die hatten nicht mehr die Struktur, wie meine Haare eigentlich waren. Ich hatte, bevor dieser kreisrunde Haarausfall anfing, Naturwellen, Naturlocken in meinen Haaren. Ich hatte sehr buschiges Haar, auch sehr frissiges Haar. Mhm. Davon war nichts mehr übrig gewesen. Es waren wirklich noch Strähnen, die so runterhingen. Es war eine Katastrophe und ich wollte mir mit meinen echten eigenen Haaren Zopf machen und habe dabei eine komplette Strähne von der Dicke verloren. Und das war die letzte, die noch oben in meinem Heiligenschein war. Und dann habe ich mit meinem Handy ein Foto von oben gemacht und habe das gesehen. Ich habe gedacht, Gildo Horn, sein Kopf ist auf meinem Handy. Und habe bitterlich geweint, war fix und fertig und habe gesagt, ich kann das nicht mehr ertragen, die Haare müssen jetzt ab. Ich habe zwei Perücken hier, ich habe eine Echthaarperücke, ich habe eine Kunsthaarperücke. Ich kannte mich nicht aus mit Perücken. Ich habe zwar auch hier YouTube-Videos gesuchtet, wie man Perücken anbringt, wie man die natürlich aussehen lässt, aber so richtig einen Plan hatte ich von nichts. Habe mir sie trotzdem abrasiert, ich konnte das nicht mehr ertragen. Genau. Und von dem Tag an war ich ein anderer Mensch. Von dem Tag an bin ich mit meiner Krankheit super klar gekommen. Ich kriege schon Gänsehaut. Es ist sehr emotional, darüber zu sprechen. Ich merke auch, ich bin total nervös. Alles gut. Das sehen die alle nach. Und ich muss auch ständig ins Display gucken. Bitte seht mir das nach. Ich weiß, ich suchte selbst YouTube-Videos. Das wird bei ganz vielen immer kritisiert. Aber ich kenne das nicht. Das ist für mich hier Neuland. Und dann noch über so eine Krankheit zu sprechen, die einen optisch so extrem verändert, ist nicht einfach. Das aber ist richtig. Ich sage mal selbst, ich suchte Social Media, ich bin aber kein Social Media Mensch. Ich bin kein Mensch, der sich gerne irgendwie in den Vordergrund spielt oder viel postet, sei es bei Facebook oder bei Instagram. Aber die Krankheit, ich weiß nicht, meine ich hätte gelesen, 3 bis 5 Millionen. Echt in Deutschland betrifft das. Das wusste ich gar nicht. Die Dunkelziffer wahrscheinlich noch viel höher. Ja, weil keiner dann hingeht oder die merken das nicht mal. Die merken also ich habe das ja auch nur durch den Friseur damals gemerkt. Genau, irgendwann wird das beim Friseur festgestellt und wir möchten eigentlich den Frauen Mut machen da draußen, die von der Krankheit betroffen sind. Ich habe so eine Gänsehaut. Ich auch. Die von der Krankheit betroffen sind und auch zeigen, dass man damit sehr gut leben kann. Ja. Kann man definitiv. Manchmal sogar besser als mit eigenen Haaren haben. Ja, man ist so wandelbar. Es ist man so ist geil. So wandelbar. Es ist die toll. Haare liegen immer perfekt, weil so eine Perücke, wenn die einmal geglättet ist oder frisiert ist, dann kannst du die bis zur nächsten Wäsche. Ja, dann ist die aber auch. Ich gehe durch den Regen und die sind nicht. Kein Friss, kein. Ja, also es ist wirklich so. Ich hatte vorher meine eigenen Haare, die waren immer. Ja, weil ich durch den Regen gelaufen. Wir beiden haben die gleiche Haarstruktur vorher gehabt. Also alle mit dicken Haaren kriegen jetzt gerade von Haarausfall? Nein, Spaß. Nein, das wünscht man wirklich keinem. Das wünscht man wirklich keinem. Vor allem die erste Zeit, wo man noch so mit sich selbst beschäftigt ja, und ist. Bei mir war es auch so. Ich habe alles gelesen, was ich finden konnte. Ja, ne? Ich habe alles gelesen, ich habe alles gesuchtet bei YouTube, bei Instagram unter dem Hashtag Alopecia areata, kreisrunder Haarausfall. Liebe Grüße mal an Jasmina eben in diesem Fall. Jasmina hat uns zusammengeführt, weil Jasmina hatte die Rezension zu der Echthaarperücke von Amazon quasi gemacht. Auch mit, ja. Ja, und so haben wir uns kennengelernt, weil wir beide Jasminas Videos geguckt haben. Die können wir gleich mal verlinken übrigens. Ja, machen wir. Eine ganz liebe, wunderschöne Frau. Genau. Die auch ganz tolle Ahnung hat von Perücken. Der Witz ist, dass du ja noch gesagt hast, du hast das Video geguckt. Dabei kannte ich sie schon vorher. Ja, genau. Ihr kanntet also vor Jahren, jetzt halt durch einen Kumpel von mir. Ja. Das ist alles miteinander verwoben. Vielleicht auch alles irgendwann ein bisschen Schicksal. Man weiß es ja nicht. Man weiß es nicht. Und ja. Und ich habe eigentlich recht schnell festgestellt dann damals, nachdem ich meine Perücken hatte, dass ich ein Händchen dafür habe. Kann man das so sagen? Ja, irgendwie dooferweise schon. Also ich habe immer dann versucht, das nachzumachen und es ging überhaupt voll gar nicht. Dann sie, also ich dachte, du musst das so machen. Dann kam ein Video von ihr, ich klebe so. Ich habe das versucht, genau, wieder weil wie gesagt, ne, vorhin schon erklärt, ich bin Krankenschwester, ich bin gezwungen auf der Arbeit meine langen Haare geschlossen zu tragen oder allgemein Haare, die kinnlang sind, irgendwie zurückzustecken, dass die nicht im Patientenbett hängen. Hinzu kommt noch, ich arbeite auf einer Intensivstation, ich trage sehr viele, vielleicht kennen das einige aus Krankenhausserien, OP-Hauben, sterile Kittel, die aus Plastik sind. Das, was allgemein nicht gut, sei es für echte Haare, für Kunsthaare ist. Und ich habe mir da eigentlich recht schnell ziemlich viel angeeignet und bin da auch recht schnell mit klargekommen, weil ich wusste, ich muss es machen.
irgendwann muss ich so auf die Arbeit gehen. Ich war anfangs krankgeschrieben, weil es mir psychisch auch nicht gut ging. Könnt ihr euch vorstellen, 4 Wochen keine Haare mehr. Für mich war klar, ich muss da jetzt durch. Das soll mich jetzt nicht runterziehen. Ich muss dadurch stärker werden. Das ist eine Veränderung im Leben, aber ich habe schon viel gemeistert und auch das werde ich schaffen, obwohl meine Haare immer mein Heiligtum war. Ja. Du kennst es. Ich musste als Kind immer, weil ich halt so eine Matte hatte, hat meine Mutter immer schön hier Mackie Kurzhaarschnitt, 90er Jahre, ihr kennt es. Oder auch Fokuhila vorne kurz, hinten das dünne Zöpfchen. Sehr geil. Und irgendwann dann so Ende der Grundschule, in der weiterführenden Schule, habe ich dann meine Haare wachsen lassen, endlich lange Haare gehabt. Ich hatte wirklich bis unter die Brust lange, lockige Haare und es war nicht einfach, ja. Aber mittlerweile, nee. Meine Krankheit nehme ich nicht mehr als Krankheit wahr. Es ist was Besonderes. Ja, wir haben uns eigentlich kennengelernt. Wir haben uns kennengelernt und wir lieben uns. Ja. Und das ist eigentlich das Schönste an der Krankheit. Jedes Gefallene hat sich dafür gelohnt, dass wir uns kennengelernt haben. Ich bin mit Ihnen Augen. Man merkt, es ist ein emotionales Thema. Oh Gott, Alter, ich habe schon jetzt eine Ballung. Es ist wirklich so. Und, also, ja. Wenn ihr sowas habt, geht in die Gruppe und ihr werdet bestimmt jemanden finden, der euch das teilt. Also gemeinsam seid ihr stark und vielleicht können wir euch auch und ein Stück weiterhelfen. Nicht alleine. Richtig, so ist es. Und man. Und es gibt ganz viele Leute da draußen, die euch bestimmt schon mal auf der Straße begegnet sind. Ja, und ihr müsst mal gucken, jetzt sehen wir das nämlich auch. Wir sehen voll viele Perücken auf, wirklich. Ja. Es gibt ganz viele von uns und man muss dazu sagen, was mich auch immer oben gehalten hat, ist, es gibt Krankheiten, da verliert man auch die Haare durch Therapien, sprich Krebs. Ja. Und wir sind weiß Gott beide, glaube ich, froh, dass wir ansonsten gesund sind. Richtig. Bei Kreishunden, Hausfall, wir sind ja nicht krank. Unser Körper funktioniert, bis auf die Haare, die er nicht haben möchte. Richtig. Aber es gibt weitaus schlimmere Krankheiten, wo ich erst recht mein Hütchen vorziehe vor den Menschen, die damit umgehen können, also bei der Chemotherapie Haare zu verlieren. Wir sind weiß Gott froh, nur den kreisrunden Haarausfall zu haben. Wirklich ganz, wie viele gucken auch gerade Frauen zu, die wegen einer Chemotherapie Perücke tragen. Hut ab. Mädels, Hut ab. Ganz viel Kraft für eure Krankheit, nur das Beste für euch. Sollte an der Stelle auch mal erwähnt werden. Und ihr seid noch tausendmal stärker als wir mit unserem Haarausfall, der aber sich nicht sonst auf irgendwelche Sachen auswirkt im Leben, außer dass uns die Haare fehlen. Genau. Gut. Also ja, das Video ist jetzt echt schon lang geworden, deswegen sage ich jetzt einfach mal, wir machen jetzt gleich ein nächstes Video für euch. Würden uns auch wieder freuen, wenn ihr einschaltet. Das ist übrigens Miss Grey, das habe ich noch vergessen. Das ist Anastasia. Genau. Anastasia heißt auch wirklich Anastasia, weil das ist eine deutsche Perücke aus einem Zweithaarstudio und die hat halt tatsächlich einen Frauennamen und heißt Anastasia. Genau, und deswegen kommt jetzt gleich nochmal ein nächstes Video, wo wir euch mal ein paar verschiedene Arten von Perücken zeigen wollen. Weil nicht teuer ist nicht immer gleich gut und billig ist nicht gleich immer schlecht. Richtig. Also es bringt euch nichts, vielleicht eine 1.700 € Perücke zu haben, wenn ihr sie nicht aufsetzt, weil ihr mit den anderen einfach besser klarkommt. Genau. Und das zeigen wir euch gleich im nächsten Video. Bis dann! Bis dann. Ciao.